Moin Moin, meine lieben Leute. Entschuldigung. Und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil Remake für die Switch. Ich habe jetzt gerade bei der letzten Folge noch die Winde geholt. Das habt ihr jetzt gar nicht mitgekriegt, aber die lag ja nur bei der Leiche. Ich musste nur zurückrennen. Hab ich euch erspart. Und ja, jetzt testen wir die gleich mal hier. Zack. Wo bauen sie jetzt? Was? Das müsste doch sein hier. Ah, da, okay. Stimmen wir schon weit weg. Versuchen wir mal. So, jetzt aber. Die bauen sie jetzt nicht. Da ist ein Sechskandier. Okay, jetzt aber. Was sagen? Wäre ja komisch, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. Gut, dann drehen wir mal komplett das Gewölbe. So, wir legen die gleich mal ab. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal brauchen. Also vielleicht schon, aber wir bringen die auch trotzdem mal zurück, damit wir einen Itemplatz frei haben. Verlieren. Und das Schmuckkästchen packen wir auch mal hier rein. Diesen Nupsi packen wir auch mal hier rein. Dann haben wir, glaube ich, genug. Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Bin mir nicht sicher, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Und wäre schon ärgerlich, wenn ich jetzt drauf gehen würde. Ist doch geil, dass im Speichermenü immer noch das alte 4:3 Format ist, ne? Sonst ist ja schon 16:9 hier beim Remake. Aber hier wird noch schön das 4:3 Format benutzt. So. Dann wollen wir mal. Oh, warte, hier ist eine Pflanze, die nehmen wir mit. Ja, grünes Kraut ist immer gut. Oh, da ist nichts. Sieht aus, als ob man da irgendwas drücken kann oder so, ne? Aber man kann anscheinend nichts drücken. Aber nicht längs. Geht nur hier durch? Okay. Hm? Ein großer Fels versperrt den Weg. Hm. Okay, da kommen wir nicht durch anscheinend. Na gut. Zurück. Okay, Indiana Jones lässt grüßen. Jill, du hast einfach drauf. Ist hier ein Loch, ne? Okay. Aber warte mal, lass mal kurz, bevor wir da längs gehen, lass mal gucken, was ob da noch irgendwas war bei der großen Steinkugel da oben. Guck hin. Nehmen wir mit. Ja, muss auf alles immer ein Auge haben, sonst verliert man so viel. Das kann man da auch irgendwo hin. Geht's da irgendwo rein? Nee. So, hier hat er ein Loch reingerissen. Gehen wir da weiter. Und dort ist eine Tür. Perfekt. Und dann gehen wir jetzt durch, oder? Ja. So. Oh, oh. Ah, scheiße. Okay. Warte mal. Okay, warte, das können wir verwenden. So. Die ist platt, oder? Da ist noch eine Spinne da oben, ne? Scheiße, ey. Okay, richtig schlecht geschossen. Ah. Wie kriege ich die denn? Nehmen wir andere Waffe hier. Ah, da ist sie. Okay.
So, die ist platt. So, hier glitzert doch noch irgendwo noch ein Messer, oder nicht? Habe ich mich falsch gesehen? Das noch, da ist eine andere, okay. Ich hätte hier irgendwas glitzern sehen. Hier ist nicht auch. Da liegt das letzte, das. Guck mal da. Kampfmesser mitnehmen? Klar. Okay, es bringt irgendwie nichts gerade. Gut, wenn ich mich recht erinnere, dann kann man mit dem Messer, glaube ich, das hier aufmachen. Machen wir mal kurz. Genau. So, wir müssen ein bisschen was finden und blaue Kräuter, damit wir uns irgendwie ein bisschen, wie nennt sich das? Eine Waffe nochmal nehmen hier, sicherheitshalber, falls da so ein Viech kommt, uns irgendwie heilen können. Da, hier zum. Super. Ja. Und dann nehmen wir gleich noch einen grünen. Und die können wir gleich mal verbinden. Und gleich verwenden, sind wir gesund. Wir machen uns gleich noch ein Gift. So ein Kraut, glaube ich. Obwohl, ist das auch grün? Nee. Oh, ich habe irgendwie gedacht, das wäre noch ein grünes. Na egal. Gut. Steht da. Da ist eine Karte von Innenhof einzugehen. Mitnehmen? Klar. Super. Haben wir schon mal eine Karte dafür? Sie haben die Karte von Innenhof. Mehr ist hier aber nicht, ne? Okay. Da sind wir gekommen von. Oh, können durchgehen, okay. Boah. Ach Quatsch. Oh. War natürlich nicht dabei, ne? Müssen wir die Scheiße nochmal holen. Okay, gehen wir nochmal schön wieder den Weg zurück. Und holen diese bekackte Winde nochmal. Ah, dass man die nochmal benutzen musste, war, ist natürlich ätzend, ne? Das ist natürlich ätzend. Warum kann das nicht so realistisch sein wie bei Monkey Island? Da kann man einfach alle Items tragen. Egal was man findet, man trägt alles, sogar einen Affen. Ein Affen als Schraubenzieher. Der Schraubenschlüssel. Und hier muss man wirklich jeden Scheiß wiederholen. Oh, das ist echt blöd, ne? Das nervt mich so ein bisschen. Ja. Wir wissen das. So, war jetzt nicht allzu weit, ne? Aber trotzdem. Nervt. So, also das Kraut legen wir auch noch hier rein. Ich bin sicher, ob das die richtige Winde ist. Ich hoffe mal. Sicherheitshalber gucken wir nochmal auf die Winde, welche das ist. Dann brauchen wir nur die sechskantige. Ja. Gut. Und dann werden wir hier in dem das blöde Messer wieder reintun. Das glaube ich brauchen wir nicht nochmal. Wenn, ist auch egal. So. Gut, wir brauchen Munition, lassen wir auch hier. Nehmen sicherheitshalber andere Munition nochmal mit, glaube ich. Da. Die Säuregeschosse. So. Gut. Gut, und laufen zurück. Bescheuert, ne? Das ist wirklich bescheuert. Naja. Wenn man nicht so viel laufen würde, wird das Spiel, glaube ich, relativ schnell zu Ende. Warte mal, geh mal zurück. Bin mir nicht sicher, aber ich meine.
Ich meine doch, wir müssen dieses Ding noch in Gang setzen, diesen Fahrstuhl dahin und dieses Objekt dahin. Und dafür brauchen wir garantiert den Zylinder noch. Den nehmen wir noch mit. Da, die Röhre da. Und dann lassen wir einfach mal... Was haben wir hier? Warte mal. Okay, so, wir lassen die Farbbänder hier. Hat mir jemand einen Tipp gegeben, dass ich damit nicht rumrennen soll, dann renne ich damit auch nicht rum. So. Hier, hier durch, ne? Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Langsam findet man sich ein bisschen zurecht hier. Ist auch immer nervig, wenn man von links nach rechts, nach oben, nach unten laufen muss und irgendwie nie den richtigen Weg findet. So. So, jetzt muss ich diese blöden Zylinder-Ding nochmal benutzen. Hier oben durch. Ja, Zylinder-Ding ist schon die Winde. Na, okay, hier. Da ist ein 6K, das war mir klar. Ein großer Fan von... Okay, ist wieder das gleiche wie gerade eben. Kommt der hinter mir her gerade? Nö. Hä? Wollen wir mal schon angucken? Ne, passiert nichts. Aber kommt nicht hinterher gerollt. Okay, kann man hier irgendwie längs gehen noch? Ne. Hä, warte mal. Kann man das weiter drehen? Ah, guck mal. Hä? Passiert nichts. Warte mal, kann man das Ding... Ach, da ist eine Öffnung oben. Habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Guck mal, das geht jetzt nach links auf. Und da gibt es einen Weg. Guck. Ah, hier rein. Oh. Das ist nicht euer Ernst. So ein Scheiß. Und dann kommt dieses Ding angerollt, ne? Dieses Fick-Ding. Na gut. Nochmal reinladen kurz. Scheiße, ey. Das war auch bescheuert, oder? Gut. Aber jetzt wissen wir, was wir brauchen, also können wir es gleich mitnehmen. Besiegen Sie die Angst und beleben Sie. Ja, danke, Spacko. So, hat die Spinne schon besiegt denn hier? Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber schon, oder? Auf jeden Fall müssen wir hier... Was kann wir jetzt auch schon? Ja, die Spinne haben wir schon besiegt. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Dings mitnehmen hier. Die Winde. Zack. Und wir nehmen auch... da. Und wir nehmen auch die Röhre mit. Zack. So. Alles andere ist suboptimal und gesund. Gut, kommen wir zurück. Den ganzen Scheiß nochmal machen. Huch. Stand die gerade immer noch da? Na nö. Hä? Hatten wir doch schon. Ah, okay. Okay. Munition, ne? Schon mehr Objekte kann ich tragen. Okay, damit. Will ich Kackspinnen nochmal besiegen jetzt? Ich hatte die doch besiegt, oder bin ich verkehrt? Naja. Gut, kann sein, dass wir es nochmal machen müssen. Das ist halt so.
War jetzt ja auch nicht super schwer eigentlich, das Viech, ne? Okay. Halt! Oh! Oh, lauf ein bisschen! Du Haiopai! So. Und da ich noch was Messer noch mal mit hier? Scheiße, er noch richtig doll vergiftet, ne? Ich weiß ja, war irgendwie noch eine Spinne, oder? Wir beeilen uns einfach. Und dadurch. Zack. Ich meine, da gab es Kräuter, dann können wir uns da gleich erstmal ein bisschen heilen. Ah, Scheiße. Genau. Ja, nehmen wir mit. So, komm. Ist ja jetzt ein bisschen blöd, ne? Ach, Mann, oh. Na gut. Pass auf, wir laufen nochmal zurück. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Gut, wir laufen zurück, müssen uns aber gleich auch noch heilen alles. Oh Mann, ey. Das ist gerade nicht so einfach. So, schnell zum Dingsbums da laufen. Ein paar Sachen wegpacken. Ich dachte irgendwie, dass wir das schon alles besiegt hätten hier, aber haben wir anscheinend nicht. Pass auf. Warte, wir speichern nochmal. Ja, wir wollen speichern. Speichern wir hier rein. So. Mann, Mann, Mann. Sowas ist ja ärgerlich. Blöde Kugel, die mich da noch platt gerollt hat, oder? Kacke. So, einmal zurück. So, das kommt da gerade auch hier rein. Aber wir müssen noch irgendwie Munition mitnehmen. Die packen wir auch hier rein. Wir nehmen trotzdem noch mal Munition mit. So, schnell zurück. Und wir müssen uns noch heilen, nämlich. Ja, komm, komm, komm. Das schaffen wir. Stirb mich jetzt nicht, Vigil. Stirb mir jetzt nicht. Die Richtung, ne? Ja. Bescheuert. So. Schnell lang. Komm mit. So, da sind wir ein bisschen einigermaßen geheilt. Nicht allzu dolle, aber einigermaßen. So. Genau, hier war das nochmal mit der Winde. Okay, also. Mann, Mann, Mann. Mal.
Huch. Nochmal. So, jetzt kommt die Kugelhälfte zugerollt. Dann wieder zurücklaufen und dann wieder da rein, ne? Okay, warte, hat er was freigerollt? Hat die nicht, ne? Ne, gut. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Guck! Ein Verbandskasten. Können wir aufmachen? Perfekt. Nehmen wir mit. So, und jetzt hier durch. Dann gab es nämlich hier auch noch einen Weg, ne? Genau. Guck. Ja, da mal durch. Okay. Huh? Was ist denn hier? Nix. Die Statue der Göttin lächelt ihnen still zu. Warte mal kurz. Ah, okay, warte mal. Warte mal, ich habe eine Idee. So, jetzt kann ich die doch da rausschieben, oder nicht? Huch. Hä? Na, jetzt versuchen wir die Winde zu benutzen. Doch, die will ich benutzen, zwar hier. Mach nochmal. Schiebt dann die Figur doch raus, ne? Genau. Aber nicht so weit, wie ich gedacht hätte. Und was jetzt? Die soll bestimmt da rein, behaupte ich mal. Aber wie kriege ich den jetzt da reingeschoben? Die muss aber schon noch gedreht werden. Ach, warte mal. Warte. Nein. Geh mal hier hin. Pass auf, wir müssen die wahrscheinlich... Na. Ah, was ist denn da los? Okay, warte, mach's anders. Schieb mal von der Seite nochmal. Müssen die bestimmt hier draufstellen, damit sie sich dreht, ne? Ah, guck mal. So. Dann schieben wir die nochmal. Pass auf. Schieben wir die nochmal. Ah, warte. Dann schieben wir die nochmal zurück. Siehste? Und jetzt schieben wir die runter. Von der Seite noch mischen. Jetzt kann man die bestimmt da reinschieben, oder? Okay, wir müssen noch einmal hier rüber. Und jetzt passt sie doch. Schau an. So dumm bin ich denn doch nicht. Klar. Und gucken wir uns mal einen Zylinder an.
Ja, okay. Ist nicht so schwer. Nein, da. Zack. Wenn man jetzt anguckt, dann gibt das auch Sinn, ne? Müssen wir die natürlich ein bisschen drehen wahrscheinlich gleich. Ja. Ja. Ja, warte. Aber wir müssen uns drehen. Zack. Jetzt passt es doch. Jetzt vorne was machen? Nee. Nee, nicht drin. Jetzt haben wir es ja richtig. So. Gut. Haben wir geschafft. So, das soll es auch gewesen sein für heute. Dann müssen wir gucken, was wir danach machen müssen. Wahrscheinlich wieder zurückbringen in diese Station, wo wir es rausgenommen haben, wieder da reinpacken. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.